Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht fällt in dieser Folge nicht gut aus. Beide vor einer Woche vorgestellten Miezen warten noch sehnsüchtig auf neue Reviere mit netten Menschenanschluss. Katzenfreunde sind deshalb im Tierheim immer willkommen. In dieser Folge bekommt die Mischlingshündin Amy ihre Chance, Menschen zu finden, die ihr ihre letzten Lebensjahre so richtig schön machen. Amy wurde im Mai 2007 geboren, ist also inzwischen 11 Jahre alt. Bisher hatte die sehr freundliche Amy ein einsames, trauriges Hundeleben. Sie musste allein in einem Garten leben, wo immer nur kurz jemand kam und ihr etwas zu essen brachte. Trotz ihrer Einsamkeit verhielt sich die Hündin meistens ruhig und wartete wahrscheinlich den ganzen Tag auf ihre einzige Abwechslung im Leben, die Futtergabe. Anwohner fühlten sich verpflichtet, der armen Hündin zu helfen und verständigten das Veterinäramt. Nun ist Amy in der Arche Noah und Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleinhammer wünscht der anhänglichen, menschenbezogenen Hündin schnell Tierfreunde, die Amy nochmal ein richtig schönes Hundeleben geben können. Die Hündin soll es genießen können, in einer Gemeinschaft zu leben, deren Mitglieder immer für sie da sind. Herdentiere und Rudeltiere leiden sehr unter Einsamkeit, wenn sie ihr Leben abgeschieden von Artgenossen oder ihrem Menschenrudel verbringen müssen. Auch in der Arche Noah leidet Amy, weil sie keine Bezugsperson hat und den für sie turbulenten Tierheimalltag nicht kennt. Weil ihr Drang, aus dem Zwinger zu kommen, sehr groß ist, hat sich Amy schon ein Pfötchen verletzt. Die Hündin ist aufgeschlossen und lieb zu jedermann und passt sich bestimmt gern ihren neuen Menschenfreunden an. Wie sie mit Kindern umgeht, wissen die Mitarbeiter der Arche Noah nicht. Das müsste man erst testen. Katzen werden im Tierheim von Amy verbellt. Vielleicht war das ihre einzige Beschäftigung in ihrem bisher so tristen Leben.